Ja, hallo Freunde, da bin ich mal wieder. Und zwar geht es darum, wenn man überhaupt nicht Gitarre spielen kann und kriegt eine Gitarre in die Hände und möchte anfangen zu lernen, was ist zu tun? Und da kann ich nur empfehlen, die vier wichtigsten Gitarrenakkorde zu erlernen. Die heißen G, E-Moll, C und D. Und wenn man die kann, kann man schon auf einer Party den Leuten ein Lied vorspielen. Es gibt verschiedene Arten, diese Akkorde zu spielen. Akkorde sind um es mal für Anfänger zu sagen, sind mehrere Töne auf einmal, die sich zu einem Ganzen zusammenfügen und im Gegensatz zu einem einzelnen Ton, das ist hier ein einzelner Ton, dann ist der einzelne Ton G. Da kann man kein Lied mitspielen. Während man mit einem Akkord, der G heißt, kann man ein Lied spielen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man am einfachsten G, E-Moll und C spielt, weil die hören sich gut zusammen an. Ich demonstriere das mal, wie die sich anhören. Das G. Das E-Moll. C. Und D. Da lassen sich so Lieder zusammenfügen wie. Oder. So, wie spielt man die? Um das möglichst einfach und volltönend, weil das klingt richtig voll irgendwie, finde ich, tut man den kleinen Finger und den Ringfinger auf die E- und die H-Seite im dritten Bund und diesen Finger, den Mittelfinger, den tun wir auf die tiefe E-Seite im dritten Bund. Dann hört sich das so an. Die A-Seite ist gedämpft durch das Fleisch des Fingers. Da hört man gar nichts von. Ja, so ein G, um zum E-Moll zu kommen, was der parallele Moll-Akkord zum G-Akkord ist. Deswegen hört sich das auch so gut an. Dann nehmen wir diese beiden Finger und tun die auf die A- und D-Seite im zweiten Bund. Und die beiden Finger, die bleiben einfach, wo sie sind. Mit einem Finger G, E-Moll, der dritte im Bunde ist C, das ist auch Quarte genannt, das ist der vierte Ton in der G-Dur-Tonleiter und deswegen heißt der Quarte oder auch Vor. Der sieht so aus. Da kommt der Mittelfinger auf den dritten Bund, diesmal der A-Seite. Und der hier, der Zeigefinger, kommt auf den zweiten Bund der D-Seite. Dann hört sich das so an.
Der Trick dabei ist jetzt nicht die tiefe E-Seite mitzuspielen. Da kann man zum Beispiel seinen Daumen drauf machen, dass sie nicht mitklingt. Oder man spielt die einfach nicht. Und der vierte Akkord ist D. Da wird einfach nur dieser Zeigefinger auf den zweiten Bund der G-Seite gelegt, platziert. So. Und dann spielt man von der D-Seite abwärts diesen Akkord. Und mit diesen vier Akkorden kann man unheimlich viel spielen. Ich singe jetzt ein wenig. Vorsicht. Zum Beispiel Whiskey in the Jar. This summer I went walking, called to carry mountains. So Captain Pepper and his money. Country roads take me home, almost heaven. West Virginia, the rich mountain, Shenandoah River. Wonderwall. Und so weiter. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Es sind immer dieselben Akkorde. Take it easy, take it easy. Take it easy. Dann hat man als blutiger Anfänger schon mal irgendwas, um loszulegen. Die kann man auch sich in einer Woche drauf schaffen. Ja, viel Glück damit. Es ist schlechtes Wetter draußen, unfreundlich. Ideal, um mit Gitarre üben anzufangen. Bis zum nächsten Mal. Die vier wichtigsten Akkorde. Das waren sie.